Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von Wels Woche. Das ist die Kalenderwoche 46 und alles, was wir heute berichten, haben wir im Smokers Planet Newsletter dieser Woche. Widersprüchliches besser als langweiliges. Damit bin ich bei Karl Valentin, dem Münchner Original, der immer sagte, ich bin froh, wenn die Starterzeit vorbei ist, dann wird es vielleicht wieder ruhiger. Die Starterzeit, das ist die ruhige Zeit, da soll ja Ruhe in unser Leben, unser Tun eintreten. Doch bis Weihnachten hatten wir in den vergangenen Jahren nun massig zu tun, Rennen bis zum letzten Glockenschlag vor dem Heiligen Abend. Das dürfte 2020 auch alles ein bisschen anders sein. Unser Blick mit Durchblick richtet sich auch bei der aktuellen Smokers Blend Ausgabe auf die Produkte, die mit viel Elan noch ins Weihnachtsgeschäft wollen. Ja, schließlich sollen Sie zu Hause Ihre Lieblingsprodukte genießen und die Starterzeit, die Weihnachtszeit stilvoll genießen. Natürlich, Ihre Fachhändler warten auch auf Sie. So ein bisschen Umsatz darf beim einen oder anderen dann auch noch sein. Im Produktplacement dieser Woche tauschen wir braunes Gold, das sind ja unsere Tabakprodukte, gegen rotes Gold. Bleiben Sie gespannt, hier geht es weiter. Safran, das königliche Gewürz aus dem Doktorenhof. Bereits Zeus habe, so wird berichtet, auf einem Bett aus Safran geruht. Reiche Römer streuten Safran auf ihre Hochzeitsbetten und in der Antike galt Safran als der Luxusartikel schlechthin zu feinen Speisen. Georg Heinrich Wiedemann, der traditionsbewusste Chef vom Weinessiggut Doktorenhof in der Pfalz, berichtet wie folgt zu seinem Safranessig. Das ist feinster Safran aus eigener Ernte und er wird mit edlem Doktorenhof-Essig vermehlt und erhält dadurch unnachahmliche Aromen für königliche Speisen. Verwenden Sie Ihren Safranessig zu edlen Fischsoßen, Meeresfrüchten, der berühmten Paella und zu höfischen Kreationen aus hellem Fisch, fruchtigen Soßen und verführerischen Nachspeisen. Gut zu wissen, im Heimatdorf Pfennigen, des Doktorenhofs, war im späten 19. Jahrhundert eine Enklave für den Safrananbau in Deutschland. Gut zu wissen, in Pfennigen in der Pfalz war im späten 19. Jahrhundert eine Enklave für den Safrananbau in Deutschland entstanden. Der Doktorenhof hat die kostbaren Safranknollen wieder angebaut und im Doktorenhof freut man sich über jeden Spätherbst und auf eine kleine exklusive Ernte. So auch im Jahre 2020. Mehr darunter unter https://doktorenhof.de. Ja, dann wieder vom roten Gold zum braunen Gold und da sind wir natürlich bei den edlen Zigarren und da sind wir bei Davidoff. Davidoff präsentiert die Year of the Ox Edition. Das ist eine Weitererführung der Zigarrenserien zum chinesischen Neujahr. Das betrifft jetzt das chinesische Neujahr 2021 und das eine limitierte Zigarrenserie plus limitierter Pfeifentabak plus Accessoires dazu. Und der Rauchbar? Only by Zigarworld. Die Hunter-Zigarren, das sind 12 verschiedene Zigarrenvarianten, bieten die Bentons aktuell und exklusiv über zigarworld.de und natürlich auch in Düsseldorf an. Save the Date, das ist die Next Generation Produktpräsentation und da sind wir bei einem Global Launch der H. Uppmann Zigarren. Die Fifth Avenue hat uns darüber informiert und das Event findet am 24.11. in diesem Jahr von 19 bis 20 Uhr online statt. Die Fleur de Copan veröffentlicht die Special Edition 2020 bei Jorge Bueso. Die Fleur de Copas, das ist eine wunderbare Zigarre und jetzt gibt es ein Homage an den Gründer dieser Zigarrenmanufaktur. Mitmachen und gewinnen, da sind wir beim Gewinnspiel unseres Hauses und da haben wir wieder unsere Freunde von John Elsbacher im Boot. Hier kommt Weihnachten pur, Tabak und Raumerlebnisse für Pfeifenfreunde. Die John Elsbury Winter Edition 2020 lädt zum gemütlichen Tabakgenuss ein. Und da schon entdeckt, Bucke. Bucke baut die Casa Culinaria aus
Das ist eine Markenfamilie aus Nicaragua, die jetzt hinzukommt. Und da trinkt man Whisky und Whisky, Brandy, Gin und Rum. Natürlich die Hauptprodukte, die wir unter dieser Rubrik immer wieder zu vermitteln wissen. Interessant auch, dass der Schmidt wieder da ist. Der Schmidt, das ist ein Whisky-Kalender für die Schottland- und Whisky-Fans. Und den gibt es aktuell dann auch wieder im Handel und bei Schmidt im Internet. Die Traubenernte 2020, klein aber fein. Die Lesemenge wird knapp, doch das Ergebnis soll ganz toll werden. Und dann sind wir noch beim Trendy-Produkt bzw. einer Entwicklung, die natürlich auch mit der aktuellen Zeit zusammenhängt. Die Online-Shops für Kaffee und Tee sind richtig aktiv. Wir haben hier eine kleine Zusammenstellung bei Smokers Planet, wer, wo, wann und wie im Tee- und Kaffeebereich etwas anbietet. Und der Top of the Week. Großer Name, Arturo Fuente. Und wir haben hier die Meisterklasse, die Arturo Fuente Limitadas. Ein großer Name, ein großes Programm. Alles im Angebot bei Coders & Kopp. Und jetzt direkt auf dem Weg in den Fachhandel in Deutschland. Unter dem Hingucker der Woche sind wir auch bei Davidoff und zwar bei der Edition Year of the Ox. Nicht nur Zigarrenfreunde, sondern auch hier der limitierte Pfeifentabak, der ergänzt diese wunderbare Serie. Ein wunderschönes Produkt, hier auch bei uns bei Smokers Planet präsentiert. Und da besuchbar. Ja, und dann kommen wir zu einem nicht so ganz freundlichen Thema. Ein Corona-Opfer ist auch die deutsche Meisterschaft im Zigarren langsam rauchen. Sie fällt aus und wird verschoben auf 2021. Verlängerung gibt es beim Smokers News Meisterschaufenster, welches wir ja auch auf Smokers Planet präsentieren. Nachdem die Produkte so teilweise tropfelt noch im Nachhinein dazukommen, haben wir uns entschieden, das Meisterschaufenster auch bis Dezember, das heißt bis zum Jahresende, zu platzieren, an prominenter Stelle Ihnen auch wöchentlich zu zeigen. Auch interessant, die Zigarrenlounge im neuen Berliner Flughafen, Zeitgeist. Ein Zeitgeist bietet Entspannung mit Zigarren aus dem Hause Dr. Herzog. Der Klassiker aus Berlin, Dr. Herzog, der Klassikhändler, ist ja auch an diesem prominenten Ort dabei. Und da drückst du mal. Kilian schlägt zu und holt Bud Spencer. St. Kilian launcht eine neue Whisky-Serie, Bud Spencer in Action. Und da braucht man, haben wir ein Chatfeuerzeug aus dem Hause Hermann Hauser. Das ist die Jonas und das ist ein Passadore-Feuerzeug in unserem Media Center. Ja, wie schon angekündigt, die Folge 6 mit Peter Lindenschmidt und diesem Gespräch mit dem Allround-Talent Bruno Ayron. Richtig spannende Geschichte, hört sich auch gut an, was die beiden sich zu erzählen haben. Einfach reinhören. Schöne Geschichte. Auch gut der Videotalk mit Anja Wunderer und Carsten Banse von der Hermann Hauser GmbH. Wir sprechen über das, was war, über das, was kommt und natürlich auch über 80 Jahre Hermann Hauser. Der VIP-Partner der Woche, das ist die Zigarrenschachtel.de mit Rocker Jack. Naja, zum Schluss muss ich noch den Hinweis bringen, auch brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar hat auch wie immer viele Produkte, viele News und viele ältere Informationen, die Sie hier noch abrufen dürfen. So, da kommen wir doch zur Abspann dieser Ausgabe. Wenn ich mir so von Woche zu Woche diese Präsentation anschaue, bevor wir dann zu dieser Darstellung auf Wels Woche kommen, dann stelle ich mir wieder fest, dass doch verschiedene Beiträge richtig schön recherchiert sind und dass wir bei unseren Branchenpartnern stets auf aktuelle und tolle Informationen hoffen dürfen. Insofern sind wir so etwas der Nabel der kleinen Welt, der kleinen Tabakwelt. Und wenn ich unsere Nabelschau dann richtig betrachte und die bei Ihnen auch richtig ankommt, sind wir auf einem guten Weg, haben Ihre Akzeptanz. Innerhalb von 6 Monaten zum Beispiel sind wir bei YouTube um 500.000 Zugriffe gestiegen. Das heißt von 5 Millionen auf 5,5 Millionen. Seit wenigen Wochen sind wir auf Vimeo
mit sensationellen Zugriffen unterwegs. Für unsere Partner und die wir in den Videoclips präsentieren, erzielen wir gezielten Content Woche für Woche. Im Mediacenter herrscht auch in dieser Woche buntes Treiben. Mit Petra Lindenschmidt und ihrem Szene-Podcast gehen wir auch an diesem Freitag wieder online. Und Just in Time gedrehtes Video mit Oliver Kopp von Kopp Pipes haben wir auch schon veröffentlicht. Aktuell kommen noch die Videotalks mit Christian Frösche von BAT sowie Dr. Alexander Nussbaum und Dr. Karelades Afaropas von Philip Morris dazu. Also, Spannung bleibt angesagt, auch in der Zeit, in der Startenzeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, freuen Sie sich, nehmen Sie das Leben. Ihr Klaus-Peter Wille.